Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Falls Sie Fragen haben, nutzen Sie bitte den Chat in der linken Navigationsspalte. Und hiermit gebe ich weiter an Katrin und an Paul. Vielen Dank. So, Paul, du darfst anfangen. Genau, ich sehe gerade, da kommen noch ein, zwei Leute hinzu. Deswegen würde ich kurz 10 Sekunden warten und dann beginnen. Ah, okay. Ja, ich sehe es auch. Gut, jetzt gerade scheint sich eingependelt zu haben. Dann sage ich auch nochmal herzlich willkommen von meiner und unserer Seite aus. Genau, wir sind hier für den Talk for Future Labs, Futures Literacy in der Hochschulbildung. Und Katrin und ich, wir stellen uns gleich noch kurz vor, sind beide von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, eine kleine junge Hochschule, über die wir gleich noch ein, zwei Worte verlieren werden. Genau, und werden euch heute über unsere Erfahrungen und Projekte und eben auch Formate von Futures Literacy und eben Future Skills und Zukunftsbildung in unserer Hochschulbildung erzählen. Genau, ich bin Paul Kühn, ich studiere an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung im Master und bin gleichzeitig ständiger Mitarbeiter in dem Projekt der For Future Labs und der Zukunftsbildung. Und Katrin, ich übergebe an dich. Danke, ich bin Katrin Twissemann-Steigerwald und bin heute hier in meiner Rolle als Bildungsreferentin an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Zusammen mit Paul werde ich etwas zu der Art und Weise erzählen, wie wir Futures Literacy in die Hochschulbildung integrieren. Paul, du darfst weitermachen. Genau, ja. Also noch kurz zur Hochschule und zur Institution, wo wir herkommen. Wir sind eine junge, kleine Hochschule in Koblenz. Das Gebäude, was ihr dort seht, ist unser Hochschulgebäude, wo die Seminare und eben auch die Mitarbeitenden drin stattfinden. Wir haben 35 Mitarbeitende, einen Bachelor und 2 Masterstudiengänge, circa 160 Studierende und die gesamten Studiengänge, die wir haben, drehen sich um das Thema Wirtschaft nachhaltig studieren. Das heißt, es sind ökonomische Studiengänge, die aber trans- und interdisziplinär in Blockseminaren in Kleingruppen von ungefähr 15 bis 25 Menschen pro Jahrgang stattfinden. Und genau, jetzt zu dem Thema heute, Future Literacy in der Hochschulbildung. Also, wir haben heute den Talk in 4 Punkte gegliedert. Zunächst werden wir über ein bestimmtes Krisenverständnis reden und euch mit euch darüber sprechen, warum wir glauben, dass es mehr Zukunftsbildung braucht und was das Krisenverständnis zum Thema Futures Literacy ist. Und danach eben werden wir sagen, okay, anhand von diesem Krisenverständnis, wieso braucht es dann Futures Literacy und wie kann Futures Literacy auch mit transformativer Bildung integrativ gedacht werden? Und im 3. und im 4. Punkt werden wir dann euch zeigen, wie wir das bei uns an der HFGG, an der Hochschule, bereits in der Praxis leben und was da Hürden sind, aber was uns dort eben auch sehr gut gelingt. Und eben der 4. Punkt, wie sich das im Curriculum niederschlägt. Die For Future Labs, auf die wir dann eben im 3. und 4. Punkt genauer eingehen werden, basieren auf der Forschung von Professor Dr. Seja Graupe. Und die hat ja auch am Mittwoch schon eine Keynote auf diesem University Future Festival gehalten. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann das gerne im Nachgang dann, sobald die Videos online sind, nachschauen. Wir haben nochmal eine andere Perspektive auf das Thema und eben gerade auch auf die Praxis und das, wie wir Futures Literacy in der Hochschulbildung leben. Um in das Thema Imaginieren von Zukünften sofort einzusteigen, haben wir uns gedacht, machen wir was Praktisches gemeinsam, auch wenn wir geografisch gesehen nicht an einem Ort sind. Das ist die Einladung zu einer kleinen Imaginationsübung mit der XYZ-Methode. Zunächst lade ich euch ein, stellt euch einen Ort vor, an dem ihr sehr gerne seid. Ein Lieblingsort sozusagen. Das kann der eigene Garten sein. Manche Leute sind gern am Strand und gehen am Meer spazieren. Das kann ein Ort sein, an dem man sich mit Freundinnen und Freunden trifft. Ein Ort, den man gerne mag. Okay, habt ihr ein Bild? Dann gehen wir weiter. Jetzt stellt ihr euch bitte eine Tätigkeit vor, die ihr gerne ausübt. Das kann das Radfahren sein, das kann das gemütliche Sitzen und Lesen sein, das kann das Beisammensein mit lieben Menschen darstellen. Eine Tätigkeit,
die man gerne ausübt. Ich hoffe, ihr habt ein Bild. Jetzt haben wir einen Ort, einen Lieblingsort, eine Lieblingstätigkeit. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir stellen uns vor, wie dieser Lieblingsort im Jahre 2045 aussehen wird. Ist er dann noch genauso? Hat er sich verändert? Gibt es den Ort überhaupt noch? Oder ist da an der Stelle etwas anderes? Wie ist es mit der Lieblingstätigkeit? Wird man die in gut 20 Jahren auch noch so ausführen? Oder gibt es dort viele Veränderungen? Wenn wir uns beschäftigen mit der Zukunft und ganz konkrete Punkte nehmen und uns versuchen vorzustellen, wie könnte das aussehen, dann bemühen wir, unsere Fähigkeit zu imaginieren. Und für viele Menschen ist es auch verbunden damit, dass die Vorstellung der Zukunft nicht immer eine einfache ist. Und das bedeutet, besonders für junge Menschen in dieser Zeit, dass wir durch die Konfrontation mit Krisen in der Gegenwart auch die Erwartungshaltung in gewisser Weise haben, dass die Zukunft nicht einfach wird. Und das erschwert eine Beschäftigung mit der Zukunft. Wir haben hier zwei Studien zitiert. Die eine spricht von einem Zukunftsvakuum. Und es macht es uns schwerer, uns mit der Zukunft zu beschäftigen, für die wir ja eigentlich gerne planen wollen, für die wir jetzt schon wirken wollen. Und es ist auch nachweislich so, nicht nur die Jugendstudie aus 2022, sondern auch ganz aktuell 2024 sagt aus, dass insbesondere junge Menschen sich große Sorgen machen über die Zukunft, über gesellschaftliche Polarisierung, über Konflikte, über Zerstörung der Umwelt. Also das heißt, unsere Vorstellungen, die wir uns machen, sind nicht immer positive Vorstellungen. Und das heißt natürlich, wie können wir das verbessern? Damit gebe ich an Paul weiter. Genau, vielleicht auch aus der persönlichen Erfahrung gesprochen. Und so war es bei mir, bis ich an die Hochschule für Gesellschaftsgestaltung gekommen bin in Koblenz. Diese Probleme, diese Zukunftsängste, diese Sorgen mit Zukunft finden kaum bis keine Anwendung oder eben keinen Raum in der Hochschulbildung, die ich davor erlebt habe und eben auch in der Schulbildung, die eben dem zuvor geordnet ist. Rhea Miller, der also einer der leitenden Autoren von Futures Literacy, was ihr weiter unten seht, von der UNESCO, spricht von dem Futures Illiteracy. Das heißt, wir haben ein Problem, dass wir in unseren Bildungsräumen und auch gerade in der Hochschulbildung diesen Fragen häufig gar nicht gut begegnen können. Das heißt, dieses Zukunftsvakuum ist insofern auch ein Bildungsthema, als dass die Fähigkeiten eben diesen Zukunftssorgen, diesen Ängsten und eben aber auch bestimmten wünschenswerten Zukunftsbildern in der Bildung zu begegnen, kaum Raum findet. Und das ist unser Krisenverständnis und dem wollen wir etwas entgegensetzen. Aber zunächst einmal einen Schritt zurück. Die Zukunft der Bildung ist für uns fundamental ungewiss. Die Krisenhaftigkeit der Gegenwart, die wir erleben, ist so immens und so tiefgreifend, dass wir nicht wissen, für welche Welt wir Menschen heute in 10, 20 oder 25 Jahren bilden werden. Es ist einfach so viel Variablen sind da drin und so viele Probleme, die wir gar nicht antizipieren können, dass wir irgendwie, und das ist der Punkt, den wir machen wollen, irgendwie ja dennoch Menschen dazu befähigen müssen, in dieser Welt sich zurechtzufinden. Und dem werden wir, und das ist unsere These, in der Hochschulbildung heute nicht ganz gerecht. Häufig finden eben Zukünfte oder Zukunft findet in einem Spannungsbild zwischen Dystopien oder eben einem technologischen Optimismus statt. Das heißt, wir sagen entweder, es lohnt sich fast gar nicht mehr irgendwas zu tun, weil es wird eh alles scheiße. Oder wir gehen in die Richtung von Technologien und bestimmte technologische Fortschritte werden uns eben aus bestimmten Krisensituationen herausretten. Aber eben die Befähigung des Menschen im Zentrum, eben in ungewissen Zeiten, auch in Krisenzeiten, die Zukunft gestalten zu können,
Das ist etwas, wofür wir uns stark einsetzen an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung. Und deswegen sagen wir, eine zukunftsorientierte Hochschulbildung benötigt Futures Literacy. Was heißt das? Futures Literacy ist eine grundsätzliche und narrative Fähigkeit zur Imagination, ähnlich wie eben eine andere Literacy die Fähigkeit zum Lesen und Schreiben ist. Und es geht dabei um den bewussten Umgang mit Antizipation und Annahmen über Zukünfte. Das Konzept kommt ursprünglich aus der UNESCO und wurde eben bei uns sowohl didaktisch als auch inhaltlich noch einmal angereichert, auch aus unserem interdisziplinären Hintergrund an der Hochschule. Hier ein kurzes Zitat: It is the skill to imagine different futures in different contexts, to see the present anew, to be able to detect novelty and be open to emergence. Was bedeutet das für uns? Es geht darum, verschiedene Zukunftsperspektiven einnehmen zu können, sich flexibel darin bewegen zu können und das aber aus der Gegenwart heraus. Denn wir sagen, Zukunft gibt es nicht, wir können sie uns nur vorstellen. Und in diesen Vorstellungen von Zukunft können wir neue Impulse, Novelty oder eben Emergenzen finden, die unser Handeln in der Gegenwart beeinflussen. Bezogen auf Hochschulbildung heißt das, wir fordern oder wir setzen es dafür ein, dass zukünftige Bildung integrativ und vermehrt stattfindet. Und wir sagen eben, diese Fähigkeit, in Zukunften zu denken, hilft dabei, und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, sowohl einem Zukunftsvakuum entgegenzuwirken, als eben auch Zukunftsängste zu überkommen. Jetzt noch einmal auf den Hochschulkontext bezogen. Was macht die HFGG? Wir haben sehr stark Nachhaltigkeits- und zukunftsorientierte Studiengänge. Diese müssen sich also ganz grundsätzlich mit der Frage nach Gestaltung von Zukunft beschäftigen, denn nur eine nachhaltige Zukunft ist eine gute Zukunft. Noch einmal den Schritt zurück. Wie kann diese Fähigkeit zur Futures Literacy in das Curriculum integriert werden? Wie wäre das möglich? Was ist das Ziel dahinter? Was sind die Gedanken? Die Gedanken, die wir in unseren Formaten haben, die dem zugrunde liegen, sind eben zum einen, dass Futures Literacy kultiviert, geübt und erprobt werden kann. Das heißt, wir können Bildungsräume dafür schaffen, die diesem Zukunftsvakuum und die Zukunftsängsten entgegenwirken. Und das Ziel dahinter ist es stets, eine Handlungsfähigkeit in der Gegenwart zu fördern. Das heißt, wir müssen Menschen dazu befähigen, anhand von ungewissen Zukünften, aber eben einem ja, bewussten und reflexiven Umgang mit diesen Zukünften und auch den Zukunftsvorstellungen in einer krisenhaften Gegenwart das Richtige zu tun und eben Verantwortung übernehmen zu können. Und gerade wenn ein Zukunftsvakuum vorherrscht und wenn eben Zukunftsängste einen lähmen, dann fällt eben das Handeln in der Gegenwart häufig schwer. Und dem setzen wir etwas entgegen. Also Hochschulbildung, die zukunftsfähig sein möchte, muss Menschen dazu befähigen, die Zukunft gestalten zu können. Dafür braucht es Futures Literacy. Und um diese Bildungsräume zu schaffen, braucht es neuartige und innovative Bildungsformate, aber eben auch Angebote, die Menschen dazu in die Lage versetzen, in chaotischen und ungewissen Zeiten verantwortungsvoll handeln zu können. So, wir haben eben von Paul gehört, dass die Problematik natürlich darin besteht, dass wir nicht einfach eine pauschale Lösung für die ganzen Krisen unserer Zeit haben. Die können wir nicht einfach vermitteln und sagen, bitteschön, hier ist das, was ihr wissen müsst, sondern unser Ansatz an der HFGG ist, dass wir Bildungsräume schaffen, in denen sich die Studierenden oder auch über das Studium hinaus andere Menschen diese Lösungen selbst auch imaginieren können und gestalten können. Also, dass man seinen eigenen Anteil damit reinbringt. So, das heißt, dass wir Futures Literacy sehen, als eine Möglichkeit, die Menschen zu befähigen, ihre eigene Zukunft zu gestalten. Und wir sehen natürlich, dass diese Fähigkeiten zur Gestaltung einer lebensdienlichen und auch nachhaltigen und gerechteren Welt eben kultiviert werden müssen, dass Menschen lernen müssen, wie man imaginiert und wie man die Ideen, die man hat, auch wirklich nutzt. Diese nutzbar zu machen. Wie wir das machen, erzähle ich jetzt. Genau. Und zwar haben wir im Studium die For Future Labs integriert. Sie sind fester Bestandteil sowohl der Bachelor- als auch der Masterstudiengänge inzwischen. Entstanden ist das Ganze im Rahmen des Projekts Neue ökonomische Bildung für Klimaschutz.
Und wir hatten die Freude oder haben sie immer noch, dass wir Teil der Future Skills Journey des Stifterverbandes sind. Und in dem Rahmen wird das Ganze auch wissenschaftlich begleitet. Genauso auch an der Hochschule selbst gibt es auch mehrere Projekte, die die For Future Labs wissenschaftlich begleiten. Und die Begleitung bezieht sich dabei auf die For Future Labs bei den Studierenden, aber auch bei Lernenden der Sekundarstufe 2, insbesondere in der Future Skills Journey und auch in sozialen Bewegungen haben wir auch schon dieses Format erprobt. Was jetzt als nächstes ansteht, ist die Skalierung und auch Weiterentwicklung und auch strukturelle Förderung weiterer Formate. Das Workshop-Format, wie sieht sowas aus? Die Workshops sind unterschiedlich lang. Im Studium haben wir mehrere Tage dafür. Wenn wir mit dem Workshop-Format aus dem Haus rausgehen, dann haben wir häufig nur einen halben Tag zur Verfügung. Also gibt es auch Kurzformate. Die Gruppen, das interaktiv ist, richtet sich das For Future Labs-Format immer an eine Gruppengröße von maximal 30. Also im Idealfall haben wir eher rund 20 Personen, die teilnehmen, damit man wirklich miteinander ins Gespräch kommt. Die Zielgruppen sind, wie ich eben schon gesagt habe, in erster Linie eben die Studierenden in der Hochschullehre. Aber darüber hinaus haben wir das Format auch bereits geöffnet für Lernende der Oberstufe und auch alle Mitglieder der Zivilgesellschaft, die sich dafür interessieren und insbesondere für MultiplikatorInnen, also auch Lehrkräfte beispielsweise. Referent und in diesem Format bin auf der einen Seite ist das Paul und auf der anderen Seite auch ich und weiteres didaktisches Personal und speziell geschulte Studierende der HFGG. Wir machen in der Regel Co-Teaching, um eben auch einerseits Abwechslung reinzubringen, andererseits auch verschiedene Perspektiven einfangen zu können und die Leute auch noch besser betreuen zu können. Kommen wir auf die nächste. Die Formate sind wie folgt strukturiert. Wir haben drei Phasen, die alle durchlaufen. Die erste Phase heißt Reveal. In dieser Phase wird offengelegt, mit welchen Vorstellungen, mit welchen Zukunftsbildern Menschen in den Workshop reinkommen. Und diese Bilder werden hinterfragt und im Reframe in der nächsten Phase werden diese hinterfragten Bilder, die auch analysiert werden, dann eben umgedacht, um zu neuen Gedanken zu kommen. In der Auseinandersetzung mit Herausforderungen, die sich uns stellen, versuchen wir wünschenswerte Zukünfte. Und das heißt dann, wie wünschen wir uns, dass wir mit künftigen Herausforderungen umgehen und wie die Gesellschaft damit umgeht, uns das vorzustellen und diese Gedanken auch festzuhalten, um dann in der letzten Phase Rethink and Act dazu zu kommen, welche Schlussfolgerungen können wir ziehen, welches Handeln ist erforderlich, um zu den Vorstellungen, den konstruktiven Zukunftsvorstellungen zu kommen, damit wir eine Zukunft haben, wie wir sie uns wünschen, ohne dabei blauäugig zu sein, sondern wirklich mit einzubeziehen, dass Zukunft auch nicht einfach sein kann. Being futures literate empowers the imagination, enhances our ability to prepare, recover and invent as changes occur. Das heißt, diese Vorbereitung auf die Zukunft und Vorbereitung auf die Veränderungen und auch darin kreativ zu sein, darin sehen wir die Lösung. Unsere Zielsetzung besteht also darin, dass wir Bildungsräume schaffen, die die Fähigkeit kultivieren, flexibel und konstruktiv in Zukünften denken zu können. Und Zukünfte sind dabei bewusst im Plural gestaltet, da wir mehrere Möglichkeiten haben und darauf auch einwirken können. Wir ermöglichen den Teilnehmenden transformatives Lernen, also auch wirklich einen Mindset-Change. Und wir verknüpfen zukünftige Bildung auch immer mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und der Lebensdienlichkeit. Die Anwendung im Hochschulstudium sehen wir als zentral, auch als Vorbereitung auf weitere Seminare. Und daraus abgeleitet haben wir ähnliche Formate, die auch in der Schulbildung angewendet werden können und in der Allgemeinbildung. Das heißt,
Wir verändern diese Formate und öffnen sie für weitere Zielgruppen. Genau, die Folie würde ich kurz überspringen, um dann dazu kommen, wie das Ganze sich auch didaktisch und eben auch bildungspädagogisch bei uns in der Hochschule niedersetzt, vor allem in den längeren Blog-Seminarformaten, die mehrtägig sind. Aber auch die gesamten Studiengänge durchzieht eben die Spirale transformativen Lernens nach Graup und Bäuerle 2023. Ich werde die gerade nur einmal kurz anreißen, um dann eben zu erklären, wie wir methodisch und ja auch inhaltlich die Future Labs und die zukünftige Bildung in das Studium integrieren. Und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Also diese Spirale beschreibt eben einen iterativen Lernprozess, dem sich Studierende oder eben Lernende öffnen, um eben in diesen komplexen und ungewissen Themen sich zu bilden, aber eben auch gemeinsam zu befähigen und eben gleichzeitig Resilienzen herauszubilden. Und da geht es dann über das Neusein, also sich dem neuen Möglichen öffnen, über das Neue zu denken in dieser Handlungsfähigkeit, die wir auch zentral für jegliche Form von Futures Literacy in der Hochschulbildung setzen. Also am Ende geht es immer wieder darum, wie können wir in der Gegenwart anhand von Krisenhaftigkeit, anhand von Hürden und eben mit gewissen Resilienzen die Zukunft gestalten oder versuchen zu gestalten, die wir uns wünschen. Im Curriculum sieht das wie folgt aus. Zukünftige Bildung und for Future Labs sind Grundlagen in allen drei Studiengängen an der Hochschule. Es gibt Formate, die direkt zu Beginn des Studiums stattfinden und eben dort auch mögliche Lernfelder für Studierende identifizieren lassen. Das habe ich zum Beispiel letzten Oktober auch direkt mitgemacht, als ich angefangen habe, an der HFGG Master zu studieren. Dann gibt es eine Verknüpfung dieser Themen und immer wieder ein Rekurrieren auf Future Labs im Studienverlauf in weiteren Seminaren, wo eben genau diese Spirale dann ins Wirken kommt und über das gesamte Studium hinweg und eben in dem interdisziplinären Rahmen, in dem das stattfindet, bilden wir eben transformative Fähigkeiten und Future State Literacy heraus. Das ist nichts, was in einem Einmalformat stattfinden kann, deswegen durchzieht es das gesamte Studium und gleichzeitig können Studierende wie ich eben auch in dem Projekt schon mitwirken und dürfen auch schon an Schulen gehen oder eben sich selber darin ausprobieren, diese Formate anderen Menschen beizubringen oder andere Menschen darin zu befähigen. Methodisch, hier seht ihr ein Bild von, das findet nicht immer nur im Seminarraum statt, sondern wir gehen auch raus. Wir gehen in Koblenz zum Beispiel mal in diesen Garten für Imaginationsübungen, haben einen interaktiven und aktivierenden Ansatz, der dann komplementiert wird eben durch eine analytische Komponente von, welche Annahmen über Zukunft haben wir denn eigentlich, sowohl persönlich als auch gemeinschaftlich und dann eben, wie können wir bestimmte Zukunftsbilder in Gruppen aushandeln. Dabei stoppen wir nicht, denn auch das schlägt sich wieder nieder dann zum Beispiel in gewisse Prüfungsleistungen, die Studierende erstellen. Auf der linken Seite ist meine Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit zum Thema Futures Literacy für eine sozial-ökologische Transformation. Und auf der rechten Seite sind Sketchnotes aus einem kleinen Workshop, den wir im Rahmen unserer Methoden Spring School diesen April durchgeführt haben. Das heißt, die Studierenden nehmen das Thema und ich nehme auch das Thema und wir gestalten darin weiter und denken, dass eben auch neu, zum Beispiel gibt es andere Studierende, die gerade neue Workshop-Formate ausarbeiten im Rahmen ihres Praxisprojekts an der Hochschule. Genau, plus eben die Möglichkeit, direkt mitzuwirken, die ich eben schon genannt habe. So, der Ausblick auf unsere weiteren Aktivitäten ist natürlich zum einen, dass wir darauf abzielen, die Bildungsangebote, die wir haben, zu verstetigen, sowohl in der Lehre als auch in dem, was ich eben schon gesagt habe, der gesellschaftlichen Wirkung, dem Impact nach draußen gehen, über die Hochschule hinaus. Ganz zentral steht auch die Weiterentwicklung und Skalierung. Das heißt, es gibt neue Formate, neue Partnerschaften, neue Themen, die auch aufkommen. Und bis zum Oktober 2024 ist jetzt schon geplant, eine Digitalisierung einiger Inhalte, die dann auch in Verbindung mit der Hochschulseite online kommen und zur Verfügung stehen, offen zur Verfügung stehen als Open Access Materialien. Wir wünschen uns natürlich eine Langzeitstudie und eine weiterreichende Forschung, auch gerne zusammen mit anderen PartnerInnen und weitere Projekte und Prüfungsleistungen. Natürlich gibt es auch immer eine didaktische und inhaltliche Erweiterung,
dadurch, dass die For Future Labs einen Teil darstellen von verschiedenen ausgeprägten Transformation Labs, die sich mit anderen Themen beschäftigen. Wir sind entsprechend tätig in dem Feld und laden alle Zuhörenden ein, mit uns gemeinsam eine lebensdienliche Zukunft zu gestalten. Wir freuen uns auf Fragen, auf Anregungen. Kontakt aufnehmen kann man gerne mit uns, sowohl mit Paul als auch mit mir. Und Paul, du wolltest auch noch gerade was dazu sagen? Genau, damit wären wir am Ende unseres Vortrags. Vielen Dank fürs Zuhören.